Hier ist die neue Lichtbotschaft des Oberkommandanten der Galaktischen Föderation. Hört nun gut zu, denn Lord Ashtar hat euch Folgendes Erleuchtendes zu berichten. Für diejenigen unter euch, ihr lieben Lichtarbeiter, die ihr erst in jüngster Zeit den Weg ins neue Zeitalter entdeckt habt, ist es noch schwierig, derart viele Informationen zu verarbeiten, die sich in mancher Hinsicht von ihrem bisherigen Verständnis abheben. Wir von der Galaktischen Föderation bitten euch deshalb, einen offenen Geist zu wahren und alles, was ihr jetzt noch nicht akzeptieren mögt, einstweilen beiseite zu lassen, denn die Wahrheit wird in Zukunft auf jeden Fall immer wieder zu euch zurückkommen. Werft alles beiseite, was nicht vom Licht ist und was sich für euch nicht richtig anfühlt. Ihr werdet herausfinden, dass die Wahrheit nicht kompliziert ist und sich zum Teil in den meisten Religionen wiederfindet. Dennoch ist die Wahrheit keine Religion, denn die Wahrheit ist geeignet, euch aus Zeiten veralteter Glaubensrichtungen zu befreien, die in eurem Leben keinen Platz mehr haben. Wenn euch etwas vorgesetzt wird, was auch immer das sein mag, was sich nicht richtig anfühlt, wird es euch zu gewissen Zeiten noch einmal wieder begegnen, damit ihr es noch einmal in Betracht ziehen könnt. Ihr seht jetzt mehr von unseren Raumschiffen an eurem Himmel, darunter solche von riesigen Ausmaßen. Damit versichern wir euch der Tatsache, dass wir durchaus gut in der Lage sind, mit sämtlichen Problemen fertig zu werden, die aufkommen mögen, und dass wir Befehlsgewalt über den Luftraum um euren Planeten haben. Es dürfte nicht unbemerkt geblieben sein, dass wir den Himmel mit euren Flugzeugen teilen, doch wenn diese versuchen sollten, uns zu beschießen, sind wir sehr wohl in der Lage, sehr schnell in die Unsichtbarkeit zu entschwinden und auf diese Weise jedweder Konfrontation auszuweichen. Es ist nicht unsere Art, uns in einen Konflikt im Weltraum hineinziehen zu lassen, und das haben wir in der Tat auch gar nicht nötig. Unsere friedliche Präsenz genügt, um unsere Überlegenheit, unser Wissen und unsere Fähigkeit, jegliche Bedrohung unserer Raumschiffe auf einfache Weise meistern, unter Beweis zu stellen. Wenn der geeignete Moment gekommen ist, werden wir kriegerischen Aktivitäten und allem, was mit derartigen Absichten verbunden ist, ein Ende setzen. Wir von der Galaktischen Föderation sind hier, um der Erde und ihren Völkern dauerhaften Frieden zu bringen und euch zu helfen, dass ihr euren Platz an unserer Seite einnehmen könnt. Der vierte Teil der Botschaften der Galaktischen Föderation, Gespräche mit Ashtar, ist soeben erschienen. Den Link zum Buch findest du unten stehend. Ebenso findest du dort einen Link zum neuen Ashtar YouTube-Kanal. Bitte besuch ihn und abonniere diesen. Er ist ein Sicherheitskanal. Je intensiver ihr im Jetzt leben könnt, desto eher werdet ihr die alten Schwingungsebenen hinter euch lassen. Ihr werdet ein großes Glücksempfinden entwickeln, aufgrund dessen ihr euch sicher durch diese alten Schwingungsmuster hindurch bewegen könnt, ohne das Bedürfnis, euch noch einmal auf sie einzulassen. Wenn ihr euch genügend weiterentwickelt habt, um das Licht der höheren Dimensionen anstreben zu können, sollte das Leben im Jetzt euer Ziel bleiben. Die Zukunft ist golden, und ihr nähert euch dieser Zukunft bereits schneller, als ihr euch möglicherweise vorstellt. Freut euch, denn eure Reise ist nicht mehr lang bis zu dem Augenblick, da ihr den Weggang der Dunkelmächte feiern werdet, die sich ihren Pfad in ihre eigene Zukunft bereitet haben. Ihr Weg ist nicht euer Weg, denn sie haben ihren Kurs bereits festgelegt und werden noch weiter in den niederen Dimensionen verharren. Ihre Fähigkeit, sich störend in eure Fortschritte einzumischen, verliert allmählich an Kraft, und sie werden die Opfer ihrer eigenen Handlungen sein. Jahrtausendelang habt ihr in einer Illusion gelebt, die von jenen erzeugt wurde, die dem Pfad der Finsternis folgen. Eure Aufgabe war schwierig, aber es ist euch hoch anzurechnen, dass ihr durchgehalten habt in eurer Entschlossenheit, die Wahrheit zu finden. Alle Seelen, die diese Ebene erreichen, ziehen die Hilfe höher entwickelter Wesen an, und ab diesem Punkt wird ihnen für ihre eigene Weiterentwicklung jegliche Hilfe zuteil. Gelegentlich trefft ihr während eurer Schlafphasen mit euren Geistführern zusammen, und sie können euch bei Problemen weiterhelfen, die während eures täglichen Lebens auftauchen. Und manchmal könnt ihr euch an derartige Begegnungen auch erinnern, meistens jedoch geraten sie rasch in Vergessenheit, auch wenn ihr noch vage Empfindungen hinsichtlich dessen hegt, was da vor sich ging. Habt ihr nicht schon oft eure Probleme mit ins Bett genommen und erstmal darüber geschlafen, und dann am nächsten Morgen beim Aufwachen das Gefühl gehabt, dass ihr irgendwie Antworten darauf erhalten habt? Dies geschieht recht oft, und es ist die Art und Weise, wie euch da geholfen wird. Ich bin immer wieder erfreut darüber, dass wir in der Lage sind, euch durch diese schwierigen Zeiten hindurch helfen zu können. Bedenkt, wenn ihr uns eure Gedanken sendet,
empfangen wir sie in der Tat, und wo es möglich ist, werden wir aktiv, welche Art von Hilfe auch immer ihr braucht. Bewahrt euch euren Fokus auf eure wichtigen Aufgaben, die euch weiterbringen, und wisst, dass wir mit euch sind. Es hat einen langen Zeitraum in Anspruch genommen, diesen jetzigen Punkt eurer Evolution zu erreichen, aber wir beobachten eine zunehmende neue Energie, die sich auf der Erde etabliert, eine Energie, die Kooperation und Frieden mit sich bringt. Nach Jahren voller Konflikte und Konfrontation wecken diese neuen Energien die Menschen auf zu friedsamem Streben nach Wegen, eine harmonische Koexistenz zwischen allen Völkern herbeizuführen. Zwar ist es so, wenn ein Konflikt droht, dass es dann immer noch auch jene gibt, die in gleicher Weise darauf reagieren. Andererseits gibt es aber eben auch viele, viele, die friedliche Lösungen anstreben. Wir von der Galaktischen Föderation werden selbstverständlich alles tun, was wir tun können, um auf jene einzuwirken und ihnen zu helfen, die den Frieden und ein völliges Ende aller Konflikte erstreben und sich bemühen, eine friedliche Lösung zu finden. Die Stimmen derer, die der Tode und der Auszehrung der Ressourcen der Erde aufgrund aggressiver Verhaltensweisen müde sind, diese Stimmen gewinnen an Macht und Einfluss, und das wird den Weg zu friedlicher Kooperation und Staatskunst weisen. Es wird noch einige Zeit dauern, manche Menschen davon zu überzeugen, dass Konflikt nur jenen wenigen nützt, die wesentliches Kapital darin investiert haben. Doch die Zeit wird viele Wahrheiten enthüllen und jene Nutznießer entlarven. Aufgrund der Attacken von YouTube und der hinterlistigen Demonetarisierung von Merksamen und Vibes durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Einerseits werdet ihr attackiert von Aktionen einer kleinen Minderheit, die darauf aus ist, eine für euch schädliche Ideologie auszubreiten, während andererseits jene, die die Sache des Friedens verfechten, sehr hart dafür arbeiten, diesen herbeizuführen. Bei all diesen Streitfragen ist natürlich auch immer noch Karma im Spiel, und das macht es für euch schwierig, zu verstehen, was nun genau da vor sich geht. Unsere Präsenz wird sicherstellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten, doch dürftet ihr bereits auch seit einiger Zeit erkannt haben, dass die alten Energien auf die eine oder andere Weise wirklich endlich beseitigt werden müssen. Und ihr dürftet inzwischen auch wissen, dass Angst euer größter Feind ist und nur denen nützt, die als Dunkelkräfte bekannt sind. Sie gedeihen dadurch, dass sie Furcht erzeugen, denn ohne sie würden sie ihre Macht verlieren, das Licht zu blockieren. Aber ihr Zeitrahmen ist nun so gut wie ausgeschöpft, weshalb wir euch immer wieder daran erinnern, dass ihr eure Eigenschwingung so hoch wie möglich halten solltet und ihnen jegliche Gelegenheit verweigern solltet, weiterhin nur ihren Eigenbedarf zu decken. Veränderungen vollziehen sich überall und nicht zuletzt bei denen, die sich auf Mutter Erde beziehen. Sie bereitet eine beträchtliche Erhöhung ihrer Eigenfrequenz und weitreichende Umwandlungen vor, die bereits offensichtlich werden für diejenigen, die solche Vorgänge studieren.